Ich und Nerdy sind wieder am Start. Hallo YouTube. Wir gucken uns heute den Film, also beziehungsweise wir sprechen über den Film Coco, den wir uns angeguckt haben. Und ich würde sagen, Nerdy zählt jetzt an für Spotify. Und dann geht's los. Ist Anfang gleich. Oh mein Gott! Was für Sexual Content? Zweideutigkeit ist out! Das Make-up macht die an. Ich mag ihn nicht da. Flausche Hoodies und Oma Socken. Ach, ich finde das toll, dass wir heute endlich mal einen Film gucken, wo wir die große Ehre haben, ja, die Geschichte von einer Person zu sehen, die wir alle total lieben, die wir alle herzlich gerne haben, ja. Heute reden wir über Coca, richtig? Ja, genau. Genau. Seine Lebensgeschichte, seine Wurzeln, seine Vorfahren und so weiter wird da ganz klar thematisiert. Und ja. es ist für uns sehr ehrenhaft, dass mein Mod einen Disney-Film und Pixar-Film bekommen hat. Ja. Das heißt, let's go. Absolut. Wir gehen in Cocas Leben hinein. Ja, also wir werden jetzt über Coca sprechen. Nein, der Film heißt Coco. Die kleine Coca, ja. Genau. Wir haben den Film Coco geguckt. Und es genau. War sehr, sehr cool. Ja, ey, das ist ein sehr, 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 sehr schöner Film von Pixar. Aus einer Zeit, wo Pixar wirklich noch mit fast jedem Film sehr hohe Qualität abgeliefert hat. Das ist mittlerweile nicht mehr so der Fall. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe auch jetzt schon wieder gesehen, die Kritiken für den neuen Elemental, der jetzt diesen Monat startet, sind eher durchwachsen. Die sind ganz böse. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber jetzt wollte ich Coca sagen. Coco! mal gucken, wie oft das heute noch passiert. Coco war schon damals, wann kam der raus? Ich glaube 2017. Und das war ein wirklich, wirklich sehr, sehr schöner Film. Ich erinnere mich gerne an den Kinobesuch. Der startete damals ziemlich, ziemlich blöd eigentlich, weil man kennt das ja, Pixar-Filme im Kino, da läuft ja immer so ein Kurzfilm vorneweg noch. So, und Pixar-Kurzfilme sind ja absolut fantastisch. So, ich erinnere mich gerne zum Beispiel an diesen Kurzfilm über diese asiatische Familie, wo die Mutter den Sohn die ganze Zeit bekocht und so weiter. Und dann dieses Ich weiß gar nicht. So diese Teigtasche. Ja, genau, diese Teigtasche und so. Ganz, ganz, ganz toll. So, oder der Vulkan. Oh mein Gott, die Vulkan-Story. Ja. Wow, so eine schöne Liebesgeschichte. Ja, ganz, ganz großartig. So, bei Coco damals lief kein Pixar-Kurzfilm, die ja immer nur so 5 Minuten lang sind, sondern da lief Olaf taut auf. Ein Frozen-Kurzfilm, der aber gar nicht so kurz war, weil der ging 25 Minuten. Wow. Und ich saß damals mit einem Kumpel im Kino und vor uns saß ein Pärchen und die haben sich dann irgendwann zu uns umgedreht und gefragt so, sind wir im richtigen Kino? Kommt hier jetzt gleich Coco? Und wir so, ja, es dauert jetzt nur noch. Halten Sie durch. Seien Sie stark, seien Sie tapfer. Gleich kommt Coco. Das war nicht so toll, aber Coco, der Film selbst, war dann eine sehr, sehr schöne Wiedergutmachung dafür. Aber ich bin Disney da heute noch sauer, deswegen. Also, sorry, aber 25 Minuten lang Olaf, der irgendwie singt, wie er Weihnachten feiern will oder was das war. Ja. Nee! Also der Film war wirklich überragend gut. Also wir haben jetzt halt zwei Filme, so Mania und Coco, gleich hintereinander, die einfach fantastisch sind. Wir haben so viele schöne... Also ich war halt wirklich bis zum... Also ich habe das ja mit meinen Mods und mit Leuten aus der Community geguckt und wir waren halt alle so voll auf so Sherlock Holmes Basis, so okay, also die es halt nicht kannten, so okay, wer könnte das sein? Oh mein Gott, könnte man das halt machen? Und oh mein Gott, ja, voll smart, vielleicht so und so. Wir haben halt die ganze Zeit mitgefiebert.
von vorne bis hinten. Es war einfach, und vor allem auch gelacht herrlich, so, weil es sind so viele schöne Witze dabei. So allein schon, wie gesagt, dieses, du darfst nie wieder, ne? Und dann, zack, greift er direkt wieder da dran und war in der nächsten Sekunde wieder im Totenland, so. Das ist alles voll schön. Aber worum geht's denn erstmal in Coco? Ne, die erzähl mal. In Coco geht es nicht um Coco. Richtig. Also auch, ja, aber es geht eigentlich um Miguel. Miguel ist 12 Jahre alt, lebt in Mexiko. Warum habe ich jetzt ausgerechnet? Ich sage diesen Satz und habe direkt instant das Intro von Mila Superstar im Kopf. Ja. Coco ist 12 Jahre alt, lebt im fernen Mexiko. Ja, aber über die reden wir nicht. Über die reden wir nicht, genau. Die ist nicht Disney. Nein, also, Miguel, wie gesagt, 12 Jahre alt, lebt in Mexiko und hat eine Familie, die innerhalb dieser Familie ist Musik gänzlich verboten. Das hat den Grund, dass der Ur-Urgroßvater von Miguel die Familie damals verlassen hat für die Musik und nie wieder kam. Und die Ur-Ur-Oma hat das halt die war ziemlich erzürnt deswegen und hat dann der Musik eben auch so die Schuld gegeben und gesagt, okay, in unserer Familie ist Musik fortan tabu. So. Gerade weil, und zwar in jeglicher Form. Keine Musik wird gesungen. Genau. Es wird nicht getrommelt, es wird nicht Gitarre gespielt, es wird nicht Klavier gespielt, es wird gar nichts. Selbst das Tappeln mit den Beinen ist nicht erlaubt. Ja, also so extrem genau. Schon. Genau, und weil auch die Urgroßmutter dann eben auch deshalb vor allem sauer war, weil ihr Mann ja nicht nur sie zurückgelassen hat, sondern auch die kleine Tochter. Diese Regel, dass Musik verboten ist, die wurde dann halt von Generation zu Generation weitergetragen. Und in der Gegenwart des Films. Aber was machen sie denn, also was ist denn deren Beruf, Nerdy? Die machen Schuhe. Sind Schuhmacher. Genau, Schuster von Generation zu Generation sind das alles dann Schuster, damit ihr da halt schon mal abgeholt wird. So, und jeder wird halt zum Schuster, auch so die Eingeheirateten und die Kinder und so weiter. Genau. Und Miguel arbeitet auch schon so ein bisschen, putzt halt auf dem Markt die Schuhe und soll dann aber eben auch, ist jetzt mit seinen 12 Jahren dann quasi bereit dafür, in den Betrieb richtig einzusteigen. Und wie gesagt, es gibt da eben immer noch die Oma von Miguel, die da halt wirklich sehr erpicht darauf ist, dass eben keine Musik und so gespielt wird, dass nicht gesungen wird. Und für Miguel ist das ziemlich blöd. Das ist die Tochter von Coco. Und Coco ist die Tochter von der Frau und also von dem Mann, der halt weggegangen ist für die Musik. Damit halt, genau. Das ist halt voll der Stammbaum. Man muss das halt irgendwie im Kopf haben. Genau. Coco ist die Urgroßmutter von Miguel und sehr, sehr alt. Auch wirklich, ne, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob sie. Ne, ich glaube nicht, dass sie blind ist tatsächlich. Nee, blind ist sie nicht. Nein, sie hat Demenz. Sie hat Demenz, genau. Wir haben eine Mehrgenerationenfamilie, die da zusammen lebt, die diesen Betrieb führt. Und Miguel möchte aber gar kein Schuster werden, sondern er wäre gerne Musiker. Er ist großer Musikfan. Er ist vor allem Fan von einem berühmten Musiker namens. Der mexikanische Elvis, ja, tatsächlich. Es ist wirklich der mexikanische Elvis, weil er nicht nur Musik gemacht hat, sondern auch in Filmen mitgespielt hat, oder in Serien. Ja. Und halt auch früh gestorben ist. Beim Unfall ums Leben kam, wo ihm auf der Bühne. Es ist Ernesto. Ernesto, genau. Wo ihm eine. De la Cruz, glaube ich. Ist er nicht? Genau. Ernesto de la Cruz, dem ist auf der Bühne beim Auftritt ist ihm eine große Glocke ist auf ihn draufgefallen und hat ihn begraben. Und das war wirklich auch schon lange Zeit vorher, also viele, viele Jahre, bevor Miguel überhaupt geboren wurde. Aber er ist großer Fan von ihm und möchte halt auch unbedingt Musikstar werden.
Und die Familie findet das eben nicht so toll. Und deswegen macht er das auch alles im Geheimen. Er hat da so auf dem Dachboden so seinen kleinen geheimen Raum, wo er eine Gitarre hat, die er dann auch selbst gebastelt hat. Der Gitarre von Ernesto de la Cruz nachempfunden. Und da muss ich ganz kurz ein zwischengrätschen. Weil Ernesto de la Cruz aus diesem Dorf kommt und weltweit eben so ein Popstar wurde, ist er in diesem Dorf so krass verehrt oder wird sehr krass verehrt. Dort haben sie dort eine Gedenkstätte, wo er begraben ist. Seine Gitarre ist halt in dieser Gedenkstätte drin. Und da haben die auch so eine Säule, so ein Metallding von ihm zu stehen, mitten auf dem Marktplatz und so weiter. Also das ganze Dorfding ist halt wirklich obsessed mit Ernesto de la Cruz. Genau. Und es ist dann irgendwie, Miguel erfährt dann, dass auf dem Marktplatz oder auf dem zentralen Platz des Dorfes, dass da dann ein Talentwettbewerb oder ein Musikwettbewerb stattfindet. Und er möchte daran unbedingt teilnehmen, wird dann aber quasi erwischt von seiner Familie und seine Oma zerstört seine Gitarre. Und er haut dann ab. Und fasst dann den Plan, weil da auf diesem Platz ist halt eine Art Mausoleum von de la Cruz. Und da ist seine Gitarre drin. Herr Stopp, er erfährt von dem, weil das Bild geht kaputt auf diesem Gedenkort für die Ahnen. Und dann klappt er das auf und sieht, dass die Gitarre von Ernesto de la Cruz. Ach so, ja. Neben ihm ist und er schreit rum, Ernesto de la Cruz ist mein Ur-Ur-Opa. So, ich will auch Musik machen. Und die Familie hasst aber eben diesen Mann. So, weil der ist ja weggegangen und hat seine Familie im Stich gelassen. Die Mutter, die Tochter und alles, was danach kommt, hat sich halt nicht mehr gekümmert. Und will ihm das halt eben verbieten. Er lässt sich das aber nicht verbieten. Und will halt deswegen halt an diesem Contest mitmachen, um zu beweisen, dass er es halt irgendwie drauf hat, dass er das halt kann. Und deswegen will er erst die Gitarre vom Mausoleum. Ja. So, deswegen will er halt unbedingt diese Gitarre haben, weil er braucht für diesen Wettbewerb, braucht er ja eine Gitarre, um zu singen und zu spielen. Mhm, genau. Ja, und wie gesagt, er hat dann keine Gitarre, versucht dann irgendwie sich eine auszuborgen von anderen Musikern, die da vor Ort sind. Keiner will ihm eine geben. Und dann fasst er aber eben den Plan in dieses Mausoleum. Oder ich weiß nicht, ob da wirklich die Leiche von de la Cruz drin liegt. Aber auf jeden Fall ist es eine Gedenkstätte für de la Cruz. Und da ist seine Gitarre drin. Und er bricht dann in dieses Gebäude ein und schnappt sich die Gitarre. Mhm. Und klopft dann nur einmal kurz da dran. Und stellt dann auf einmal, als dann da jemand reinkommt, der ihn erwischt, beziehungsweise der gesehen hat, da ist jemand eingebrochen, stellt dann fest, oh, warte mal, also er will dann von dem Typen weglaufen und läuft durch ihn hindurch. Stellt fest, so, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Tatsächlich, dadurch, dass er diese Gitarre kurz gespielt hat, ist er noch nicht direkt ins Reich der Toten gekommen, aber halt in die Sphäre der Toten. So. Ja. Und sieht dann auch ganz viele Tote, weil, man muss dazu sagen, der Film spielt am Dia de Muertos, also dem Tag der Toten in Mexiko. Und da ist es ja dann irgendwie Brauch, dass man die Toten halt ehrt, dass man denen irgendwelche Geschenke macht, die legt man dann auf die Grabstätten. Und in diesem Film ist es dann eben wirklich so, dass die Toten aus der Totenwelt in die echte Welt kommen und dann eben diese Geschenke halt auch wirklich an sich nehmen und mit ins Reich der Toten nehmen. Und auch die Familie besuchen, um zu gucken. Die gucken halt eben, wer ist denn meine Enkelin? Wer ist denn hier jetzt weiter über Generationen vorhanden? Und die können aber nicht alle dadurch. Warum nicht, Nerdy? Die können nicht jeder kann dadurch, kann über diese Brücke, die das Reich der Toten mit dem Hier und Jetzt verbindet, weil es muss jemanden auf der Erde noch geben, der sich an dich erinnert. So. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn keine Personen da sind, oder
weil ja irgendwann dann zwangsläufig keine Personen mehr da sind, die dich zu Lebzeiten gekannt haben, ist es halt so, dass man dann eben in der Familie einen Schrein halt aufbaut, ich nenne es jetzt mal Schrein, und da Fotos von den verstorbenen Familienmitgliedern platziert, damit die eben niemals in Vergessenheit geraten und um sie zu ehren. Und wenn halt kein Foto von dir da irgendwie steht und dann eben die letzte Person stirbt, die sich noch an dich erinnert, dann wirst du nicht mehr, dann wirst du A, nicht mehr ins Reich der Toten zurückkehren können und du wirst den wahren Tod erleiden, weil du wirst dich dann tatsächlich, dein Geist wird sich dann irgendwann einfach auflösen und dann bist du. Boah, ich sag's dir, wie es ist, Nerdy, ne? Das ist die größte Angst, die ich habe, dass sich halt einfach so gar keiner mehr an mich erinnert. Ich bin so unfassbar unbedeutend einfach dahin, wie ich hier, so wie halt ich auch unbedeutend auf die Welt gekommen bin. Das ist halt so, ich glaube, das haben viele, diese Angst, sinnlos vorhanden gewesen zu sein. So. Deswegen, bei dem Film war halt echt so, uff. Also das ist halt schon eine Angst, die haben viele, glaube ich. Ja. Genau, so, auf jeden Fall. Miguel ist auf einmal ist quasi ein Geist. Und trifft dann aber relativ schnell seine Vorfahren. Und die erkennen ihn. Und nehmen ihn mit ins Reich der Toten. Sein Plan ist jetzt eigentlich, zu de la Cruz zu kommen, der ja sein Großvater ist. Und von ihm halt den, also Miguel kann wieder ins Reich der Lebenden zurückkehren, wenn er den Segen von einem Vorfahren bekommt. Und seine Ur-Urgroßmutter ist bereit, ihm den Segen zu geben, aber unter der Bedingung, dass Miguel verspricht, der Musik für immer zu entsagen. Und das möchte Miguel natürlich nicht. Also sucht er de la Cruz auf, weil ja, dann denkt er, ist ja sein Ur-Urgroßvater. Und Musiker. Und auch im Reich der Toten natürlich immer noch ein großer Star, der Konzerte gibt und alles. Und dann beginnt eben quasi diese Suche, beziehungsweise der Weg, hinzukommen zu de la Cruz. Dabei erhält Miguel Unterstützung von einem gewissen was? Hector? Ja, ne? Hector, genau. Ja. Und Hector hat nämlich dieses Problem, dass er nicht er kommt nicht über diese Brücke. Weil scheinbar niemand da ist, der sich an ihn erinnert, beziehungsweise kein Foto von ihm irgendwo aufgestellt wurde. Man muss differenzieren. Er ist halt existent in seinem Sein. Ja. Auf der anderen Seite, weil sich jemand an ihn erinnert. Aber nur wenn du ein Foto von deiner Verwandtschaft aufgestellt hast auf den Schrein, darfst du die andere Seite. Achso, okay. Genau, so war das. Und Hector und Miguel tun sich dann halt zusammen. Miguel verspricht dann halt, dass er von Hector dann ein Foto, also Hector gibt ihm ein Foto und sagt, bitte stell das auf, damit ich halt rüberkommen kann, so zu meiner Familie. Und dann gehen die beiden eben diesen Deal ein und Hector hilft ihm dann eben zu de la Cruz zu kommen. So, das ist im Grunde genommen der Plot, worum es in Coco geht. Aber vor allem, weißt du, was ich mir halt auch gedacht habe, so? Guck mal. Und das ist ja so, dass die Leute, die dort bekannt sind, haben ja doch höchstwahrscheinlich auch eine Familie. Also auch so eine. Wie war die Tante mit der Monobraue? Wie hieß die nochmal? Frida Kahlo? Ja. Die war ja auch nicht draußen. Ja. Hatte keine Familie. Also ich denke mir halt so, diese ganzen Reichen, die halt, da ist ja auch eine große Party gewesen und alles. Und diese ganzen Leute da, haben die keine Familie? Müssen sie niemanden besuchen? Haben die keinen Bock? Was ist da los? Und also ich glaube, Frida Kahlo hat nicht das Problem, weil an die erinnert man sich natürlich, so, weil berühmte Künstlerin. Das ist eine gute Frage. Warum? Oder auch zum Beispiel hier am Tag der Toten. Der macht eine Feier. Für wen? Für genau die Leute ja eigentlich, die halt nicht rübergehen.
Aber gehen diese Leute nicht rüber, weil sie keine Familie haben? Nee, weil das sind ja dann die Ausgeschlossenen. Sondern die haben Familie, an die erinnert man sich auch. Aber es ist denen scheißegal. Das heißt, man hat... Ich glaube im Fall von De La Cruz, dass der tatsächlich keine Familie hat. Mhm. Und niemand sein Bild auf dem Schrein, wobei, gut, doch. Sein Bild auf dem Schrein wahrscheinlich schon. So. Und wenn es halt irgendein krasser Fan ist, so, der hat so seinen De La Cruz-Fanschrein bei sich zu Hause aufgebaut. Hatte hat. Doch selber. Hatte ja, doch stimmt, sogar. Ja, stimmt. Miguel hat das. Miguel! So, genau. Ja. Aber ich glaube, das ist halt De La Cruz ziemlich egal. So. Ja, aber so, für wen richtet De La Cruz das aus? Für anscheinend genauso Verstorbene, denen es halt so kackegal ist, dass halt ihre Leute sich an sie erinnern. Ja. Und die besuchen halt ihre eigene Familie nicht. Ist ja, muss ja nicht mal die Familie sein. Sie haben ja quasi das Ticket, nach draußen zu gehen. Auch De La Cruz hat ja das Ticket, nach draußen zu gehen und könnte jeden besuchen. Macht er aber nicht. Es juckt ihn nicht. So, keine Ahnung, ist mir egal. Und das ist halt so eine Einstellung, wo ich mir denke, alle, die dort halt in diesem... Das habe ich mich schon instant gefragt, als gesagt wurde, dass der, also als es hieß so, der macht so ein Konzert... Okay, dachte ich mir so, ja gut, wenn alle wieder zurück sind, macht er halt Konzert, cool. Aber als ich dann gehört habe, der macht so eine Party, war ich so, oh, alle dort sind einfach ekelige. So, wieso geht ihr nicht eure Familie mal besuchen, so? Die haben euch Gaben dahingelegt, eventuell, ja. Die erinnern sich an euch. So, geht doch mal wenigstens hingucken, so. Ihr müsst ja nicht mal irgendwie sagen, oh mein Gott, bla bla bla, sondern... Es ist ja euch anscheinend scheißegal, selbst wenn ihr keine Familie habt. Geht doch mal gucken, was dort auf der anderen Seite ist. So, keine Ahnung. Muss doch nicht sein. Also da war ich halt wirklich schon, da war ich so, boah, wie viele sind es denn? Guck, so voll viele. Ich so, ja gut, weiß ich jetzt nicht, was man von denen dann halten soll. Hallo Dexter, ich grüß dich. Und hey, hallo Dexter. Nippel, ich grüß dich. Genau, das ist halt eigentlich der ganze Plot. Wir fangen mal ganz, ja, wir wollen ja halt nicht spoilern. So, wer Coco halt nicht geguckt hat. Wir wollen ja nicht spoilern, wir versuchen es diesmal, Nerdy, wir versuchen es. Oh Gott, das will, aber ich will über das Ende reden. Ja, okay, das machen wir aber zum Ende dann. Ja, okay. Wer ist denn dein Lieblingscharakter? Mein Lieblingscharakter? Das ist schwer. Also derjenige, wo ich wirklich emotional voll dabei bin, ist halt Hector. Mhm. Da, also weil er ja wirklich nun mal dieses Problem hat eben, dass halt die Gefahr besteht, dass er sich auflöst, dass er den wahren Tod erleidet. Ja. So, den endgültigen Tod. Und es gibt ja dann auch diese eine Szene, wo er mit Miguel dann quasi in den Slums der Totenwelt unterwegs ist, wo er halt wohnt und wo auch ein Freund von ihm wohnt, so ein älterer Typ, okay, das klingt jetzt komisch, wenn man sagt älterer Typ, wir reden von Toten, aber halt jemand, der in höherem Alter gestorben ist, so, der auch einen Bart hat, so einen richtigen Bart und so, und da einfach in seiner Hängematte ist, und an den erinnert sich nämlich auch keiner mehr, beziehungsweise... Es starb jemand, der sich an ihn erinnert hat. Genau, also sie besuchen ihn da und er liegt da und ist schon total schwach und so und weiß halt, okay, seine Zeit ist gekommen. Ja. Und er wünscht sich dann von Hector halt nochmal quasi, dass Hector ihm nochmal ein Lied spielt. Und dann spielt Hector das Lied und dann... Das war so lustig! Es ist eigentlich voll die traurige Aktion gewesen, aber dann haben sie auch noch Witz reingebracht, weil... Eigentlich sollte halt irgendwas mit Möpsen kommen und dann hat er das aber nicht spielen wollen, weil der Kleine da war. Und ich fand das so lustig, weil es ist so traurig, aber so lustig gleichzeitig. Ja. Ich liebe so eine Momente. Ich liebe es, wenn halt so Filme es schaffen, Momente einzufangen, die sowohl Lust, wo die Emotionen einfach nicht wirklich in einem Klang sind. Weil du bist halt entweder komplett sad oder komplett happy so, aber bei dem was. Digga, ich bin beides. Ich will lachen drüber, das ist voll sad, aber ich will trotzdem lachen drüber. Ja, das ist wahr. Ja. Nee, also das war eine sehr emotionale Szene und da weiß man dann auch einfach so, Hector droht halt das Gleiche. Und der Typ ist halt auch einfach voll sympathisch und so.
Deswegen würde ich tatsächlich sagen, Hector ist meine Lieblingsfigur. Aber Miguel ist ein guter Protagonist. Also ich bin tatsächlich voll bei dir. Ich finde, Hector ist auch meine Lieblingsfigur. Ich finde Hector super vielseitig, vielfältig in seinem ganzen Storyboard, was erstellt wurde, um ihn halt darzustellen. Ich finde, der ist super. Ja, ich weiß nicht, das ist einfach so, ich würde mich mit Hector gut verstehen. Das ist so der Vibe, ich würde mich mit Hector gut verstehen. Er ist ein bisschen komisch, er ist ein bisschen wirr im Kopf, so, aber trotzdem irgendwie super lustig. Hector, stimmt, so Hector, genau, er ist Hector. Ja, aber ich finde den Charakter an sich einfach super, super toll. So, ich fand, du mochtest Dante, ja gut, Dante ist ja halt auch ein Hund, ne, das darf man halt nicht vergessen, es ist erstens ein Wauwau und zweitens, Hunde, beziehungsweise so eine albernen Hunde, werden halt meistens von den anderen oder von verschiedenen Leuten sehr geliebt, ich meine, siehe Olaf oder halt irgendwie anderes, was halt albern ist und irgendwie, ja, unnötig etc. eigentlich gar nicht notwendig, aber dennoch halt irgendwie da und süß und kann man machen. So. Ich weiß nicht, also ich finde halt so einen Charakter mit innerlichen Werten und so weiter dann halt auf jeden Fall viel, viel angenehmer. Weil man kann halt sagen, man mag den Charakter, weil er so eine Entwicklung gemacht hat und so. Und nicht, weil er albern und lustig ist. Mhm. Ja, Dante ist ganz witzig, aber da kennen wir halt auch schon bessere tierische Sidekicks aus Disney und Pixar-Filmen. Mhm. Generell, also in dem Film gibt es keinen Charakter, wo man jetzt irgendwie sagt, so, oh nee, der ist doof oder so. Also ich finde, wirklich? Ja, die Oma, die geht mir so auf den Keks die ganze Zeit. Also, ich weiß, also Miguels Oma. Ja, Miguels Oma. Die geht mir ja so die ganze Zeit auf den Sack, so, weil sie, ach, wirklich, so stur und so nervig und auch so überhaupt nichts einsehend und alles. Und die hat man ein bisschen zu viel gemacht, finde ich. Weil die halt auch so wirklich die ganze Zeit hinterher ist und rennt und wirklich wie ein Wachhund. Das hätte man ein bisschen anders verpacken können, aber mehr halt auch nicht. Ja, also sie ist halt wirklich sehr, sehr streng und sehr, sehr extrem eben in diesem, nee, absolut gar keine Musik. So, ist komplett verboten. Selbst, wie gesagt, ne, wie du es meintest, so einfach nur irgendwie, keine Ahnung, auf dem Tisch ein bisschen rumtrommeln oder so. Nee, ist auch schon nicht erlaubt. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, das ist in Kontext und so, das ist ja alles richtig. Aber ich hab dort etwas gefunden, was nicht stimmig ist. Okay. Und zwar. Der Vater ist ja relativ früh gestorben. Mhm. Und die Mutter ist ja relativ früh gestorben. Warte, Moment. Von Coco. Die Ur-Urgroßeltern. Genau. Die sind ja relativ früh verstorben. Und man sieht ja halt auch dort die Bilder auf diesem Schrein. Und man sieht ja auch, wie sie halt aussehen in der Totenwelt. So, und dann gibt es ja halt Leute, die halt älter sind, wenn sie sterben. Also nicht in ihrer Jugendform, das bedeutet, man geht halt davon aus, dass die Leute früh gestorben sind. Wenn doch der Vater so früh gestorben ist und Coco so klein war und die Mutter so früh gestorben ist, wie hat es sich weiterhin etabliert? Weil Coco war ja jetzt nicht jemand, also aus diesem ganzen Storybooking, die halt voll was gegen Musik hatte. Sie hat's doch gefeiert. Wie hat es sich denn etabliert? Die Mutter muss doch mindestens so lange am Leben geblieben sein, dass ihre Enkelin das noch mitgeben musste, dass halt Musik kacke ist. Coco hat doch safe nicht ihre eigene Tochter, wenn sie jetzt nach wie vor Bock hat auf Musik und schon immer hatte, mitgeteilt, ja, keine Musik, weißt du? Das war so am Ende vor allem bei mir so ein Fragezeichen, so, wie ist das denn jetzt eben durch Generationen durchgesickert?
Also wie ist die denn so nervig geworden? Wie ist denn das passiert? Da weiß ich tatsächlich keine Antwort drauf. Ja, siehst du, das ist ein Filmfehler. Pixar, Disney, Filmlogikfehler. Wollte ich nur mal anmerken. Und man muss ja auch überlegen, da sind ja auch so und Tante und dies und so. Und da ist es ja voll der große Schrei, ne? Das deutet ja am Anfang so ein bisschen auf, hier sind super viele Generationen halt schon, ne? Es sind nur zwei Generationen. Es sind nur zwei. Es ist die Mutter, Coco ist die leibliche Tochter und von Coco, die Tochter, ist die Oma. Es sind nur zwei Generationen. Es sind nicht vier, fünf, sechs. Es sind zwei. Das ist so verwirrend, wenn man das so sagt. Ja, also du hast die Mutter und Coco ist die Tochter und die Tochter von Coco ist die Oma. Ja, so von Miguel halt. So, es sind halt aber nur zwei Generationen und der ganze Schrein ist halt so aufgebaut, als wären es halt so super viele weitere Generationenstränge, die gar nicht da sind. Die sind einfach nicht da. Das sind einfach nur irgendwelche angeheirateten Onkels und Tanten, die halt gar nichts damit groß zu tun haben, aber das so, soll suggerieren über Jahrzehnte der Generation. Nein, es sind zwei Generationen. Direkte Generationen, um genau zu sein. Und das hat gar nichts mit den anderen zu tun. Also ich überlege wirklich, Kram in meinen Hirnwindungen so, was könnte die Erklärung sein, dass Miguels Oma, dass das an sie herangetragen wurde, dass sie das so durchgezogen hat, Ja, wenn doch ne? ihre Mutter da anderer Meinung war. Aber, Maybe ist halt. Maybe ist Coco sehr jung? Mutter? Ich meine, warte mal. Also Coco, die ist auf jeden Fall über 90. Ja. Minimum. Vielleicht sogar über 100. Ja. Aber sagen wir mal über 90. So. Ihre Sind drei, genau, Tochter. sind drei Generationen, aber so drei Generationen in dem Sinne, dass halt Mutter hat das weiter, also die Mutter von Coco hat Coco weitergetragen, yo, Musik ist scheiße. So. Und dann hat Coco, ist ja die nächste Generation und jetzt bin ich halt bei der Oma, das ist die letzte Generation, wo halt dann eben der Film weiterspielte bei den Lebenden. So, das sind ja die Toten. So, das ist ja die Generationsspalte von den Toten. Mutter gibt Coco und Coco gibt der Oma, die halt jetzt, weil Coco ist ja super gar nicht wirklich vorhanden, so, die ist ja schon halb am Abnippeln. So, die Aktive von dem Ganzen ist halt die Oma von Miguel. Wo war dieser Moment zu sagen, Coco hat ja selber Musik geliebt. Wie? Wie ist denn das an sie herangetragen? Gehen wir davon aus, Kokos Mutter hat sie ja früh gekriegt. Sagen wir mal, die wäre 19 gewesen. Obwohl die nicht aussieht wie 19, die sieht eher aus wie 25 mindestens. Aber gehen wir mal von sehr nettem Gedanken aus. Die hat sie mit 19 gekriegt. So, Coco ist weiter, also nee, machen wir mit runden Zahlen 20. Ist dann einfacher. So, Coco, als sie dort als kleines Kind gezeigt wurde, war so, was schätzt du, wie alt war sie da? Drei, vier. Sagen wir vier. Sagen wir sogar fünf, weil sie konnte mitsingen. Sagen wir Das fünf. kannst du auch als drei, vierjähriger. Ja, okay, dann vier. Dann sind wir vier. Dann ist sie jetzt 24, als sie mit Coco zu sehen war. Coco hätte, bis sie irgendwie eventuell geschwängert werden würde, eventuell, sagen wir mal, auch ganz früh, sagen wir 18. Coco ist mit 18 Mutter geworden. Von 4 bis 18 sind 14 Jahre. 14 Jahre auf die Mutter sind 48, oder? Oder Noch mal bitte. 38. 38. 14 plus 24 In 38. sind 38. Dann ist sie trotzdem, dann müsste ja noch das Kind, wo sie halt gelehrt hat, so von wegen Musik ist scheiße, sagen wir mal 10. Dann hätte sie halt noch das Verständnis, es mitzubekommen, Musik ist scheiße. So.
dann ist sie 48 und das ist sie bei Gott nicht in der Totenwelt. Sie ist keine 48. Sie ist keine fast 50 dort zu sehen. Sie ist 30. Sie ist halt super jung dort zu sehen. Also wir reden von der Ur-Urgroßmutter, ne? Genau. Ja, also 40. Die ist doch keine 50 dort. 50? Ja, doch, könnte durchaus sein. Ich finde, sie ist viel jünger gezeichnet. Also 40er safe. Aber was Firo gerade geschrieben hat, vielleicht hat der Mann von Coco das irgendwie weitergetragen. Allerdings habe ich auf der anderen Seite auch irgendwie das Gefühl, dass generell in allen Generationen diese Familie eher die Frau das Sagen hat. Ja. So, ja. Weil die Ur-Urgroßmutter ist sehr dominant, die Oma ist sehr dominant. Von den anderen kriegen wir jetzt nicht viel mit in der Hinsicht, weil, wie gesagt, Coco ist halt alt und sitzt die ganze Zeit nur da und hat halt Demenz und so. Und von Miguels Mutter und Vater so, ja, die sind da, die tauchen mal auf, aber die spielen jetzt nicht wirklich eine wichtige Rolle. Die haben halt nichts zu sagen, so. Ja, deswegen, da kriegen wir es halt nicht mit. Aber die Oma und die Urgroßmutter, da würde ich ganz klar sagen, so, die waren die Herrinnen im Haus. So, ja. So, und die Oma ist es hier ja de facto immer noch. Ja. Aber ist halt am Start. Aber trotzdem könnte es rein theoretisch sein, dass der Mann von Coco das dann irgendwie an seine Tochter weitergegeben hat. Weil er dann da auch irgendwie das Scheiße fand, dass Cocos Vater sie halt so verlassen hat und so weiter und so fort. Ja, okay. Wie auch immer. Ich meine, es mindert ja jetzt nicht den Filmgenuss. Es ist ein kleines Detail, über das man durchaus stolpert, ja. Ja. Nee, weil, wie gesagt, am Ende und jetzt an der Stelle, weiß ich nicht, willst du jetzt schon über das Ende reden oder willst du noch über was anderes reden? Nee, wir haben gesagt, wir machen das am Ende, dann machen wir das am Ende. Okay, dann das Ende, let's go. Lass uns über das Ende reden, an der Stelle. Nee. Spoiler! Nein, wir machen das am Ende, Hast du vorhin gesagt? Ja, aber ich weiß ja nicht, aber ich weiß auch nicht, wann für dich dann das Ende da ist. Du musst mich dann vorwarnen, wir müssen dann Spoiler schreien, damit die Leute uns nicht alle lynchen danach. Ja, das kriegen wir schon hin, da denke ich schon dran. Okay. Wobei wir wahrscheinlich ich überlege jetzt gerade. Können wir noch irgendwas erzählen zu dem Film, was kein Spoiler ist? Ja, können wir. Nämlich grundsätzlich die Thematiken des Films. Ich finde, das ist, also Coco ist wirklich ein, ich würde sagen, es sind zwei zentrale Thematiken. Nee, eigentlich drei. Also wir haben zum einen so ein bisschen so dieses Familie, Familientradition, etwas von einer Generation an die andere weitergeben, die vergangenen Generationen halt ehren, was dann aber wiederum in die zweite wichtige Thematik übergreift, fließend, nämlich das Thema Tod. Ja. Also das, wie dieser Film halt das Thema Tod behandelt. Und was ich erstaunlich finde, weil wir ja vor 3 Jahren oder wann das war, nochmal einen Film von Pixar bekommen haben, der sich mit dem Thema Tod befasst hat, nämlich hier Soul. Aber hier ist es halt auch eben dieses, also gerade dieses Thema so, dass es halt darum geht, die Vorfahren nicht zu vergessen, deren Lebenswerk und so, das, was, wie sie waren und so, das halt in Erinnerung zu behalten. Ich finde, das ist super, super schön umgesetzt. Und dann halt als dritte Thematik natürlich auch durch Miguel halt diese Liebe zur Musik. Also Musik spielt halt auch eine wahnsinnig wichtige Rolle in diesem Film. Ich würde tatsächlich da noch was dazu machen. Darauf habe ich gerade gewartet, das kam aber nicht. Und zwar die Kinder so nehmen, wie sie sind, halt einfach so, weil Miguel ist halt immer jetzt anders, er will halt eben das alles nicht machen und so weiter und somit kommt er aus dem Hamsterrad der Familie sozusagen raus und möchte halt eben nicht ein Teil, das heißt, er ist besonders, er ist halt einzigartig und hat halt eben, klingt sich halt nicht in die Familienrituale mit rein und dass halt am Anfang er ja halt eben nicht ernst genommen wurde oder gesagt wurde, so ja und nee, das braucht man nicht und hier, werd doch Schuhmeister, dies, das.
Und dann wurde er irgendwann akzeptiert, wie er ist, mit seinen Schwächen, mit seinen Stärken etc. Und das finde ich halt auch nochmal ein wichtiges Thema, weil ich glaube, das ist sogar das einzig große Hauptthema, dass halt Familien erstens akzeptieren sollen, wie die Kinder werden, unabhängig von ihren eigenen Interessen und Vorlieben. Und halt aber auch, dass die Kinder halt bei den Eltern nicht sich komplett abschotten können, weil irgendwann werden sie es eventuell verstehen, dass es halt in Ordnung ist, anders zu sein. Weil er läuft ja weg und es wird halt ganz klar gezeigt, dass halt die Familie sich ja halt super Sorgen um ihn macht und halt ihn vermisst und ihn nicht gehen lassen will. Bloß, dass sie halt eben das eine, diesen Lebensstil, den er sich vornimmt zu leben, nicht akzeptieren. Aber irgendwann tun sie es ja, weil sie es verstanden haben. So. Ich überlege gerade, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir schon mal einen Film hatten, der auch so diese Thematik aufgreift. Strange World so ein bisschen. Ja. Ja. Und auch ein bisschen Encanto. Weil dort ja auch die Mädels darüber singen, dass sie halt eigentlich diesem Bild von der perfekten Familie nicht gerecht werden wollen, sondern ihr eigenes Ding machen wollen. Und ja, aber da ging es weniger um so dieses Familientradition-Ding. Ja. Doch, schon. Weil ich meine, das ist ja das Grundthema von den von Mirabels Familie. Sie dienen über Traditionen, über Generationen dem Volk und beschützen diese mit ihren Kräften. Und als Mirabelle keine bekommen hat, hat sie das ja quasi diesen Kreis durchbrochen. Und weswegen da halt so ein bisschen Angst war, ob das halt weiterhin generationsmäßig bestehen bleibt. Und als es dann bestehen blieb, hat man ja halt auch, fing das ja halt an, dass diese Casa kaputt ging, weil eben halt dort unausgesprochene Sachen sind, weil sich eben die Leute nicht an der Oma orientieren wollen, sondern weil sie halt ihr eigenes Leben leben wollen, ob jetzt mit Kräften oder ohne. Und halt trotzdem ja weiterhin dem Volk helfen wollen und so. Sie sagt ja halt auch so, ja, ich hätte euch nicht so eindrücken sollen in eure Rollenbilder, die, ne, also es ist halt schon, Parallelen sind schon so ein bisschen da, so ein bisschen schon ja. da. Ja. Wo wir das Thema Musik hatten. Ich finde, die Musik in diesem Film ist wahnsinnig schön. So, auch dieser Song, erinnere, nee, warte, wie heißt der im Deutschen? Warte mal, im Original heißt der Remember Me? Heißt der im Deutschen Erinnere? Ich denke an dich. Genau. Fantastisch. Hat auch damals den Oscar gewonnen. Zu vollkommen zurecht. Einmal ganz kurz, Nelly, du darfst es auch einmal kurz machen. Und zwar, ich habe hier Raiders, das heißt, guck mal, wir machen wieder 3, 2, 1 und dann Hallo Raiders, okay? Das 3, klappt doch nicht mit dem Delay. Na komm, wir probieren es. Okay, wir probieren es, okay. Okay, 3, 2, 1, Hallo Raiders! Ja, es hat ein bisschen geklappt. Es war nicht ganz synchron, aber wir machen Fortschritte. Hallo Raiders! Ich habe versucht, ein bisschen früher schon anzufangen. Ja, das war perfekt. Und ich habe ein bisschen versucht, später anzufangen. Super. Hallo Raiders, wir nehmen gerade unsere Podcast-Folge zu Coco auf, weil wir den geguckt haben. Disney-Film, wir haben einen Disney-Podcast und das ist mein Podcast-Partner, der Nerdy. Ich bin also vom Podcast-Namen Die Schöne und der Nerd. Das ist der Nerd. Ich bin die Schöne oder auch andersrum, man weiß es nicht. Jedenfalls seid ihr herzlich eingeladen, falls ihr den Film kennt, auch mit dabei zu sein. Und vielen, vielen Dank an Monique Wallace. Dankeschön für, ich hoffe, ich spreche dich vernünftig an, Monique Wallace, für dein Raid. Hallo Raiders. So, Nerdy, du hast was gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, sag nochmal. Ich finde den Song, Denk an mich. Finde ich super schön. Das ist ein super schönes Lied. Ja. Ja, also mir gefällt der halt nicht so sehr. Da fand ich halt andere besser. Aber ja, der ist schon okay. Kann man machen. By the way, ne, die Grüße aus Holland von Moni. Ja, ja. Ich hab's gelesen.
Ja, ansonsten, ich überlege gerade noch. Der Film sieht wahnsinnig toll aus. Ja, die ganze Totenwelt und auch wie die Geister, wie die dargestellt sind, wie die animiert sind, das ist so schön. Das ist so cool. Und das sind dann auch so, ne, ich mag dann auch total diese eine Szene, wenn dann da Miguel mit seinen Vorfahren am Einlass ist vom Reich der Toten und der Typ am Schalter dann halt erkennt, dass Miguel halt ein Lebender ist und ihm dann seine Augen in den Mund reinfallen. Ja. Das ist fantastisch. Also hier oder wirklich. Oder halt, wo ihm halt so das, dann so der Kiefer so. So wegbricht, weil er halt so sprachlos war. Sehr, sehr gut. Nee, gemacht, stimmt, das war's. Richtig, genau. Das waren nicht die Augen, sondern das war der Kiefer, der abbricht einfach. Ja. Also ganz, 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 ganz toll, wie dieser Film aussieht. So auch immer noch, jetzt nach 6 Jahren, immer noch sehr hübsch anzusehen. Was halt auch krass war, es gibt ja so, da können wir auch kurz drauf eingehen, da gibt es ja so eine Seelenleittiere, also so Leittiere, die halt eben dich zu deinem Schicksal oder zu dem, was du halt irgendwie geleitet werden sollst, leiten, so. Mhm. Und jeder bekommt halt irgendwie so eins, so ein Seelentier. Und natürlich die Mutter von Coco hat so ein richtig fettes Vieh einfach. Und ich glaube, ich habe eine Theorie. Willst du meine Theorie hören? Mhm. Geh doch nicht, du Schuft, jetzt muss ich auch gehen. Ich habe eine Theorie. Was diese Tiere angeht, je nachdem, wie viel du geleistet hast und den Menschen gegeben hast an Güte und Liebe, je fantastischer ist dein Tier. Weil, wenn du halt dir anguckst, dass der Sänger da, dieser Popstar, hat halt einen kleinen Chihuahua, weil er halt eben nicht gut war in seinem Leben. Aber die Mutter dafür hat so ein Riesending, weil sie halt eben von... Nein, das meine ich nicht so. Ich meinte so ein Tier. Dieses Tier, das Tier war groß. Ich meinte nicht ihr Ding. Hallo? Ja, da wissen wir nicht, wie groß das ist. Das sieht man nicht. Ja. Ich meinte das Tier. Kann das einer klippen? Nein! Ich meinte das große Tier, weil sie halt eben so ja, ist das ein Manticore? Warte. Es ist halt ein Löwe, eine Raubkatze, aber mit Flügeln. Nee, ein Manticore ist es nicht. Aber wie nennt man das denn? Warte. Raubkatze mit Flügeln. Vielleicht finde ich das. Da gibt's doch safe. Nee, ein Greif ist es nicht. Weil ein Greif wäre ja eine Mischung aus Adler und Löwe. Ja. Ja, keine Ahnung. Es ist eine geflügelte Raubkatze. Es ist eine geflügelte Raubkatze. Jedenfalls hat... sie ist halt so ein riesengroßes Vieh bei sich und er hat halt nur so ein kleines und ich glaube tatsächlich, dass halt das daher bestimmt wird, weil es ist ja sonst unverhältnismäßig unfair. Einfach mal so irgendwie mal gucken, wer was bekommt, wäre ja, hier schreibt der Chat Chimäre. Chimäre, ja, ich glaube, da hat der Chat recht. Der Chat hat fast immer recht. Der Chat hat fast immer recht. Muss man an der Stelle auch sagen. Auf jeden Fall. Fast immer, habe ich gesagt, Chat. Nicht immer, ne? Nicht hier großkotzig werden. Naja. Jedenfalls glaube ich, dass es daran liegt. Aber, ja. Auf der anderen Seite, ich meine... Miguel kriegt ja auch im Laufe des Films seinen Geist. Ja, und das ist halt erstmal ein Hund. Er ist ja auch ein kleiner Junge. Er hat ja auch noch nicht irgendwelche Verbrechen begangen. Moment, er ist eingebrochen. Ja, gut. Am Anfang des Films.
Ja gut, aber das, vielleicht ist er, der, hat er deswegen keine Chimäre, sondern nur einen Hund. Ja. Und er ist halt eigentlich noch gar nicht tot. Wollen wir noch mal darüber reden, dass er eigentlich noch gar nicht tot ist und deswegen halt Das eigentlich so ein stimmt, Ding das gar nicht stimmt. haben sollte, ne? Achso, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir vergessen haben. Warum er, also er muss, er will ja nicht nur in die Welt der Lebenden wieder zurück, weil er halt noch nicht tot ist, sondern er droht halt tatsächlich zu sterben. Ja. So ein bisschen, mich erinnert es tatsächlich so ein bisschen an Zurück in die Zukunft, wo Marty McFly sich ja auch immer weiter auflöst, weil er die Vergangenheit geändert hat. Und deshalb muss er das halt wieder in Ordnung bringen, damit er nicht, damit seine Existenz nicht aufhört. Ja. So ein bisschen daran hat es mich erinnert, nur dass, dass Miguel sich hier eben nicht auflöst, sondern halt, er so feststellt, so, dass seine, fängt an seinen Fingern aber auch an, dass die dann halt knochig werden, so. Dass dann Ja, da und dass die er Knochen halt zu immer sehen mehr sind. zum Skelett wird, weil er halt ein Genau. Teil des Universums dann ist, in dem er gefangen ist. Genau, richtig. Ja. Und deswegen ist da auch ein gewisser Zeitdruck bei der ganzen Geschichte mit dabei. Ja, und nichts klappt gut, wenn halt ein gewisser Druck dahinter ist, ne, Nerdy? Das Ja. ist schwierig dann. So, deswegen hat er da sich Hilfe gesucht und hat dann halt eben Leute halt da jemanden, den Hector gefunden und wie gesagt will dann halt zu dem Popstar, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ernesto de la Cruz. Ernesto de la Cruz, genau. So, Nerdy, hast du noch irgendwas zu sagen, ohne zu spoilern? Der Film hat einen guten Humor. Also sind echt ein paar echt coole Gags drin. Und ist einfach wirklich ein super schöner Film. Wird halt auch emotional. Also ist auch wirklich ergreifend und ich weiß auch, dass ich damals im Kino, das war auch so ein bisschen so eine Erfahrung, so, die ganze Zeit über dachte ich so, ja, der Film ist nett, ja, aber jetzt nicht irgendwie so auf dem hohen Niveau von den ganz großen Pixar-Meisterwerken. Aber dann kam das Ende. Und Ja, das aber kann, also Ende. ich weiß nicht, ob ich ein kaltherziges Stück DNA bin. Kann auch sein. Aber tatsächlich, Nein, mich hat bist du das halt nicht. nicht. Aber mich hat das halt nicht so bewegt, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht warum, aber Encanto hab ich das Gefühl, war krasser. Ich finde, Encanto hatte mehr dieses Emotionale, wo man halt gesehen hat, dass es halt wirklich unter die Haut geht. Weil bei der Stelle muss ich immer heulen. Immer. Hast du Ja. ja. Du bist Zeuge. Ich Ja. habe fucking beim Disney-Konzert geheult wie ein Schlosshund, als das gesungen wurde. Weil diese Szene ist halt so, du musst halt gucken, von welcher. Also, wie man mich zum Heulen bringt bei einem Film. Disney macht die Notizen. Also, wenn man halt diesen Charakter, die man ja jetzt kennengelernt hat und halt deren Geschichte halt gesehen hat, sieht, wie dieser Charakter auf einmal alles verliert. Oder auch bei Ralf Reichts, wo dann Venelope dieses Auto kaputt gesehen hat, wie das Auto kaputt gegangen ist. Das berührt mich. So, ne? Das ist halt so super emotional, weil man sieht in dem Gesicht von den Menschen, was sie gerade spüren, was sie fühlen. Und wenn halt, aber bei dem zum Beispiel war es ja so, man hat es jetzt nicht wirklich gesehen. Man hat Coco nicht gesehen, wie sie geheult hat. Man hat die Mutter nicht gesehen, wie sie halt irgendwie groß drauf reagiert hat. So, als der Vater gegangen ist. Das ist kein Spoiler, das haben wir schon gesagt. Und so weiter, ne? Das ist halt so für mich so, ja, okay, er ist halt weg, so, aber er ist halt auch kurz Kippen holen, keine Ahnung. So, ist halt, ja, weißt du, ist halt für mich halt jetzt irgendwie nicht so dieses. Oh nein, das berührt mein Herz, weil ich sehe, wie viel Schmerz dahinter ist, sondern es ist so, ja, der ist halt weg. So. Aber ich meine, aber das ist halt das Ding. Das Ende ist ja nicht traurig. Also ja, es gibt am Ende auch noch mal eine traurige Ach Szene, so, du meinst die so. andere traurige Szene, wo man halt weint, weil es halt irgendwie hier, wo er wieder bei den Lebenden dann halt ist. Mit Coco. Nee, also ja, also ich meine halt wirklich das Ende, so. Ja. Wenn dieser Song, Denk an mich, halt
wirklich nochmal eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist halt, das ist einfach nur schön. Es ist einfach nur unfassbar schön. Aber das bringt mich nicht zum Heulen. So. Nee, mich ja auch nicht. Also, ich heul sowieso so gut wie. Weil es ist halt für mich auch nicht bewegend. Es ist so schön. Happy End. Cool. So. Und halt, das war's. Aber es ist halt, weißt du, was, ich vergleiche das halt immer mit halt viel zu hohen anderen Sachen. Wie halt zum Beispiel, yo, da ist einfach die Geschichte von der Oma von Encanto da, die dann halt eben sieht, wie ihr Mann erdolcht wird. Und mit ihren Babys da und dann halt so schreit, weil das halt so grauenhaft ist. So. Das bringt mich halt mehr zum Heulen, weil man ja auch sieht, wie abgestumpft sie danach ist. Und dass sie halt gefühlstechnisch halt kalt wurde und so. Das bringt mich mehr zum Heulen, weil es ein krasserer Schicksalsschlag ist, als das von Coco. Das ist kein großer Schicksalsschlag gewesen oder nicht ersichtlich gewesen. Und das finde ich halt schade, weil das hätte man so gut machen können. Also ich bin ehrlich, das hätte man wirklich besser irgendwie inszenieren können, oder? Wir müssen an dieser Stelle, glaube ich, in den Spoiler-Teil übergehen, weil sonst ist es jetzt schwierig, noch länger darüber zu reden. Also, liebe Leute, für diejenigen, die jetzt live zugucken, ja gut, dann müsst ihr halt den Stream mal kurz muten oder so. Spoiler. Und die Leute, die auf Spotify zuhören, die müssen wir jetzt an der Stelle dann eigentlich verraten, was wir nächste Woche besprechen, ne? Richtig. Was hast du dir ausgedacht gestern Abend noch? Gestern Abend habe ich mir gar nichts ausgedacht. Ehrlich gesagt, muss ich mir jetzt was ausdenken. Warte, wir hatten Coco, wir hatten Zoomania, wir hatten davor die Ariel Real-Verfilmung. Das heißt, ist eigentlich wieder Zeit für was Älteres. Ich hatte eine Idee. Und ich glaube, ich bleibe bei dieser Idee. Wir gehen nicht mega krass in die Vergangenheit zurück. Mhm. Aber, ja gut, mittlerweile sind es auch schon über 20 Jahre. Fast 30 sogar. Und zwar, ich bin super mega gespannt, weil ich habe erst im Nachhinein mitbekommen, dass der Film ein bisschen schwierig damals war, dass der gar nicht so mega erfolgreich war, dass der auch durchaus ein bisschen kritischer aufgenommen wurde und so. Was ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen könnte, aber jetzt den nochmal zu gucken unter diesem Gesichtspunkt wird super spannend. Pocahontas. Uff, okay. Das wird wild. Das ist, warte, wo sind meine Boxhandschuhe? Moment. Okay. Oh, das wird wild. Ja. Das wird sehr, sehr, sehr interessant. Eieieiei. Genau, so. Ja, in diesem Sinne, alle, die jetzt abschalten, vergesst nicht, 5 Sterne zu geben und nächste Woche wieder einzuschalten und schaut bei Katja vorbei, schaut bei mir vorbei auf Twitch und Insta und Co. Alle Links in der Podcast-Beschreibung. Bis denn. Tschüss und jetzt weiter geht's. Also. Achtung für diejenigen, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Spoilerwarnung. Wir spoilern jetzt. Wer Coco noch nicht gesehen hat, ihr hattet genug Zeit, okay? Wie lange ist der Film her? 6 Jahre. 6 Jahre, Bruder. 6 Jahre hattest du Zeit. So, jetzt ist es zu spät. Also, genau. Let's go. Also, warum heißt der Film eigentlich Coco, wenn es um Miguel geht? So, das Ding ist eben, Coco ist, wie gesagt, Miguels Oma. Und hat, ihr Vater hat sie halt sehr, sehr früh verlassen. Entschuldigung. Uroma. So. Ihr Vater hat sich sehr früh verlassen. Der Musik wegen. Wir denken am Anfang des Films, dass Ernesto de la Cruz Cocos Vater ist. Aber es stellt sich dann raus, nee, dem ist gar nicht so. Hector ist Cocos Vater. Und Ernesto de la Cruz hat auch die ganzen Songs, mit denen er berühmt geworden ist, die hat Hector alle geschrieben. Hector und Ernesto waren ein Duo, ein Musiker-Duo.
Und Hector wollte dann aber zurück zu seiner Familie eines Tages. Ja. Und da hatte Ernesto aber gar keinen Bock drauf. Und dann hat Ernesto einfach gesagt, okay, pass auf, ich vergifte Hector, ich bringe ihn um und gehe dann mit den Songs alleine auf Tour und werde damit groß und berühmt. Ja. Was dann so passiert ist. So. Das heißt, wir haben einmal das, dass Miguel dann eben erfährt, dass Hector sein Urgroßvater ist und dass Hector halt deshalb, also, ne, er kann halt nicht ins Reich der Lebenden am Tag der Toten, weil ihm ja von ihm kein Bild aufgestellt wurde, weil das Bild, wo seine Frau und auch die kleine Coco und er drauf ist, da ist halt sein Gesicht ist halt abgeschnitten, rausgerissen. So. Und die einzige Person, die sich eben noch, die lebt und die sich noch an ihn erinnert, ist Coco. Das Problem ist aber, Coco ist alt und hat Demenz. Die vergisst ihn also. Schwierig. Langsam. Deshalb droht Hector, sich aufzulösen, den endgültigen Tod zu sterben. Er sollte auch Druck. Toll. Ja, alle haben Druck. Alle haben Druck. Deswegen ist es dann eben umso wichtiger, dass Miguel es halt schafft, Hector zu retten, indem er halt sein Foto aufstellt. Und wir haben dann das Ende des Films, wo Miguel in die Welt der Lebenden zurückkehrt und dann Coco aufsucht, ihr das Foto von Hector zeigt und sie halt bittet sie, hier, bitte erinnere dich, ja? Guck mal, das ist dein Papa. Und das klappt halt nicht so gut. Und dann schnappt er sich aber die Gitarre und singt dann Denk an mich. So, weil das Lied hat Hector mit Coco gesungen, als Coco klein war. Immer wenn er auf Reisen war für seine Songs. Genau. Und ich finde diese Szene so schön, weil Coco dann wirklich halt, sie hört dieses Lied und sie erinnert sich und sie singt dann mit und du merkst doch richtig, wie sie nochmal auflebt. So, sie öffnet ihre Augen, so die ganze Zeit, den ganzen Film über vorher so, Augen immer zu und wirklich auch die sagt wahnsinnig wenig. Und dann singt sie aber mit und dann erzählt sie auch nochmal im Anschluss. Und dann, warte, und was halt auch wichtig ist, sie vergisst ihre eigene Familie. Das ist auch wichtig zu sagen. Denn ja. Als halt die Oma bzw. die Tochter von Coco dann bei ihr irgendwie halt war sie so Marilyn oder irgendwie sowas. Also komplett anderer Name einfach so, weil sie halt einfach die ganze Familie vergisst, weil sie dement ist. Und jetzt auf einmal, sie guckt so und spricht halt ihre Tochter an und sagt so, also mit dem Namen ihrer Tochter, so alles gut bei dir? Und sie heult halt, weil sie ihre Mutter halt in so einem dementen Status jetzt auf einmal wieder hat. So, das ist ihre Mom auf einmal. Und tatsächlich gibt es halt wirklich so eine Videos von dementen Leuten, die etwas machen, etwas hören, was in der Vergangenheit so signifikant präsent war, dass sie sich dann sofort wieder erinnern an alles. Das ist halt voll krass. Es gibt nämlich so ein Video, habe ich auf TikTok gesehen, und da hat halt, weil die Hochzeit der Tochter von eben dem alten Herrn, der dort saß, war, hat die Tochter ihn malen lassen mit seinem Pinsel, mit seinen Utensilien, und er und sie nahm halt so die Hand und führte ihn halt quasi dahin und er nahm das dann auf einmal und malte halt so, weil das halt sein Lieblingshobby war. Und auf einmal guckte sie halt an so, oh mein Gott, du siehst so toll aus und was, das ist deine Hochzeit, und erinnert sich auf einmal an sie und sie fängt voll an zu flennen, weil halt ihr Vater halt so lange halt dement war und sich nicht an sie erinnert hat. Das ist so krass. Ja, ja. So, und deswegen, also ich finde diese Szene, die ist wahnsinnig schön. Und Es tut dann auch, es ist dann auch gar nicht mal so tragisch, dass dann wir im Anschluss halt sehen, wir sehen dann nämlich quasi, ich glaube, das ist dann die letzte Szene, wie halt die ganzen Vorfahren, inklusive Hector und dann aber auch Coco, nämlich vom Reich der Toten, also quasi am nächsten Tag der Toten. Tag der Toten halt. Das ist doch Dia de Muertos. Wir sind ja ein deutscher Podcast. Halt, genau, also wie sie quasi ein Jahr später dann eben gemeinsam über diese Brücke schreiten ins Reich der Lebenden. Und so, und dann hast du zwar dieses Ding so, okay, Coco ist gestorben, aber
erstens war sie halt alt und zweitens, sie hat halt nochmal wirklich so, du hattest noch diesen schönen Moment, wo sie sich nochmal erinnert an ihren Vater, an ihre Tochter dann eben auch, sie erkennt und so. Und das ist, ich fand das wahnsinnig schön. Im Kino, ich kam damals mit einem Kumpel aus dem Kino raus und wir waren beide so, der Film war die ganze Zeit über eigentlich nur so nett, aber das Ende hat es nochmal richtig rausgerissen. Das Ende macht diesen Film nicht zu einem absoluten Meisterwerk. So, das ist kein Film, wo ich sagen würde, den ich auf eine Stufe stellen würde mit zum Beispiel Alles steht Kopf. Aber er gehört auf jeden Fall zur Oberklasse von Pixar. Und da hat das Ende einen sehr, sehr großen Anteil daran. So, das ist halt das Ding bei Filmen. So, ein Film kann 80 Minuten lang richtig, richtig toll sein. Und wenn er dann ein scheiß Ende hat, du gehst dann halt mit diesem Ende, das ist halt das Letzte, was du gesehen hast. Und dann gehst du mit einem negativen Gefühl aus dem Kino raus. Aber umgekehrt kann halt auch ein Film die ganze Zeit eher so, naja, sein. Aber wenn das Ende richtig toll ist, lässt du halt mit einem positiven Gefühl trotzdem das Kino. Ja. Wie gesagt, also, der Film war bis dahin nicht durchschnittlich, sondern wirklich sehr gut. Ja. Aber das Ende rundet es nochmal richtig ab. Also ich gebe dir in allem recht. Lass uns über diese ganz komische Szene. Ich weiß nicht, ich hätte mir irgendwie gewünscht, die hätten das eventuell so ein kleines bisschen anders gemacht. Keine Ahnung. Es ist so komisch zu sehen, so okay, da ist halt die Mutter und da ist halt der Vater und da ist halt das 96 alte Baby. Das ist halt schon. Was? Das ist halt, ja, die ist ja das Kind von den beiden, die halt aussehen wie maximal höchstens 40. Und dann ist da so eine alte Dame, was halt ja klar ist, weil es ist Coco. Und er nimmt sie so, mein Baby, mein Kind, meine Kleine. Und ich denke mir so, die hat das Doppelte auf ein Alter wie ihr. Das sieht einfach voll komisch aus. So, keine Ahnung, man hätte sie doch als Kind darstellen können. Wie auf dem Foto einfach. Als wären die halt als Familie wieder dabei und dann würde das auch mehr Sinn machen, es wäre rund, weißt du, was ich meine? Mhm. Oder halt als jugendliche Frau, weil man sie dann weil dann würde man halt argumentieren können, ja okay, das, was man halt auf dieses Tribut-Dingsbums stellt, so sehen die dann halt aus. Weil die müssen ja wiedererkannt werden. Die müssen ja wiedererkannt werden, weißt du, was ich meine? Die müssen ja in diesem Scanner-Ding wiedererkannt werden. Das heißt... Ja. Man hätte halt auch ein jugendliches Bild einfach hinstellen können von eben der Oma. Und dann würde die halt, oder der Uroma, und dann würde das halt voll gut aussehen, weil halt eben, ne, es passt halt alles alterstechnisch und so. Und deswegen war ich halt so, ja, also das war halt so ganz schnell hintereinander. Also man sah halt die Mutter, man sah den Vater und dann sah man halt die Oma, Coco, und er so, meine Kleine! Und ich so... Naja, nicht ganz, aber ja, schon, ja, schon. Ja, ich weiß nicht. Ich denke jetzt einfach mal, im Jenseits, da spielt das Aussehen halt überhaupt gar keine Rolle mehr. Ja, schon, aber ich meine halt, wie gesagt, das hat mich halt kurz verwirrt. Das war so die eine, es gibt ja so einfach so bestimmte Szenen, die einen dann so ein bisschen rausziehen aus dem Ganzen. Mhm. Das war für mich so eine, das hat mich dann so ein bisschen von dem Glück rausgezogen. Dann war ich halt so, ja, weiß ich nicht. Das meine ich jetzt nicht. Aber lass uns doch über den Verrat sprechen. Ja. Der Verrat. Verrat! Wie war das von König der Löwen? Verbannung, Verrat. Nun wird er sehen, was er davon hat. Verbannung, die Schande. Verrat, Skandal. Ja. Es ist, lass uns über den Verräter reden. Genau. Also, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon kurz zusammengefasst. Ne? Ernesto de la Cruz und Hector waren ein Musikantenduo. Hector wollte zurück zu seiner Familie, Ernesto wollte das nicht zulassen, beziehungsweise hat sich dann gedacht, ja gut, okay, wenn wir beide nicht mit unseren Songs mehr auftreten können, so und ich darf dann auch irgendwie nicht mit deinen Songs auftreten, solange du am Leben bist, ja gut, dann sorge ich halt dafür, dass du nicht mehr am Leben bist. Genau, und diese Szene, das hat mich damals im Kino tatsächlich überrascht. Ich hatte nicht mit dieser Wendung gerechnet. Wobei eigentlich die Anzeichen schon irgendwo da sind, aber
Aber trotzdem, also für mich hat dieser Twist tatsächlich funktioniert im Kino. Ja, bei mir auch. Fio hat mir das ja vorher geschrieben, weil er dachte, ich hätte schon den Film gesehen. Hatte ich ja aber halt erst super lange, vor sehr langer Zeit. Und eventuell habe ich währenddessen gepitcht. Wahrscheinlich vor 6 Jahren. Ja, vor 6 Jahren wahrscheinlich und zweitens habe ich währenddessen wahrscheinlich geputzt oder sowas, keine Ahnung. Mein ganzer Fokus war halt nicht auf diesem Film. Und ich wusste halt einfach nicht mehr, keine Ahnung, ich habe es halt irgendwie verdrängt, weiß ich nicht. Und dann mal so, ey, ich wette Hector ist der Dad und nicht der andere. Und ich so, ah ja, voll der kluge Gedanke. Und auf einmal kommt diese Wendung und ich war so, what? Firo, du Brain, was ist da los? Ja, also die Wendung ist halt echt krass. Die überrollt einen schon zum Teil. Also die ist halt so auf einmal so, boom, sie ist da. Und du denkst dir so, das habe ich jetzt nicht sofort kommen sehen. Ist ja interesting. Mm. Ja. Ja. Ja, ist halt jetzt auch nicht so mega üblich, dass auch tatsächlich so dieses Thema Mord in einem Disney, nein, natürlich haben wir viele Disney-Filme. Ich hatte jetzt ganz kurz schon angefangen zu zählen im Kopf. Wir fangen an mit König der Löwen. Wir gehen König weiter. Der Löwen, Schneewittchen, genau. So. Ne? Also überall will irgendwer irgendjemanden umbringen. Ich war schon kurz davor anzufangen mit der Liste. Aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, hier hat das für mich nochmal ein bisschen so eine andere Komponente, weil halt Coco, ich würde Coco jetzt nicht unbedingt als ein Märchen betrachten. Mhm. So, ja, natürlich hat der Film übersinnliche Elemente, weil Miguel gerät ins Reich der Toten und wird zu einem Geist und so weiter. Ja. Aber er spielt ja trotzdem in unserer Welt und nicht in irgendeinem Märchen-Fantasy-Land. Ja. Zum Beispiel. So. Und dass Ernesto bringt Hector dann ja auch wirklich noch aus niedersten Trieben, aus den niedersten Gründen um. Mhm. So. Ja. Und vergiftet und vor allen ihn Dingen, auf so eine. Du musst, also man muss halt, also um halt bei dir. Ich glaube, das, was du meinst, ist, dass es sehr, dass es nicht so surreal ist wie bei den anderen Disney-Filmen, weil halt es auch nicht surreal wirken soll. Es soll halt ganz klar in your face, der bringt ihn jetzt um. By the way. Ja. So. Ja. Ich glaube, das ist das, was du meintest. Ja. Ja, weil guck mal, bei den anderen ist es so, Beispiel Tarzan, er hängt sich quasi von selbst. Oder oder ist ein verwunschener Apfel. So, man kann es nicht greifen, weil es ist ja nicht in der Realität vorhanden, dass dann ein verwunschener Apfel auf einmal da ist und dann ist man halt schlafen so. Oder, bei Löwen, weißt du, Scar, so, ja, es sind halt Löwen, du kannst es nicht wirklich greifen, so. Weil es ist nicht so real in deinem Leben integriert. Und hier ist es halt ganz klar so, ja, da sind zwei Dudes, der möchte groß werden und der möchte aber weg. Also vergiftet er ihn mit was man halt auch überall jetzt auch generell irgendwie möglich sich ergattern könnte in der realen Welt. Und zwar Gift. Und er stirbt dann. Und das halt aber auch nicht irgendwie nur der Schatten, sondern wirklich, man sieht, wie er da halt stirbt. Und das ist halt krass. Mhm. Ja. Und ja, also ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kann es schwer in Worte fassen, warum mich das hier irgendwie tatsächlich so ein bisschen mehr überrascht hat, warum dieser Mord für mich irgendwie einen anderen Stellenwert hat, als eben Morde oder Mordversuche in anderen Disney-Filmen. Mhm. Irgendwie ist es so. Es ist einfach so gefühlt. Es ist einfach mein Bauch sagt, das ist irgendwie anders. Deswegen, ich kann es nicht näher irgendwie erläutern. Aber ja, ist auf jeden Fall auch. Es ist halt auch, du bist halt auch wirklich unfassbar sauer dann auf Ernesto, weil das halt so eine fiese Nummer ist. Weil die beiden waren ja normal auch, die waren ja auch befreundet. Nicht nur das, sondern es wird ja auch noch alles anders erzählt in seinen Filmen. Mhm. Und das ist halt auch nochmal anders wild. Warte, das mit dem Film ist aber, also ja, Ernesto bringt Hector um, oder in dem Moment, wo er ihm den vergifteten,
Was für Schnaps trinkt man in Mexiko? Tequila? So? Mhm. Wo er den vergifteten Tequila reicht. Ich weiß gerade nicht, was er sagt. Aber auf jeden Fall, der Satz, den er sagt, den baut er dann auch in einen seiner Filme ein. Aber in dem Film ist es ja so, dass er da irgendwie der Held ist, der bei irgendeinem, keine Ahnung, Gangsterboss oder so irgendwie ist. Und einem Kumpel, also, das war sein Kumpel schon. Das war schon ein Kumpel von ihm. Wirklich? Ja. Okay, naja. Also der sah halt nur so aus, weil er halt eben nicht die Anziehsachen von Ernesto anhatte. Aber so grundsätzlich, ja, der hatte einfach nur ganz normale Klamotten. War jetzt nicht, glaube ich, Gangsterboss. Ich dachte, es wäre nämlich irgendwie so eine Geschichte irgendwie gewesen. Ja, und er inszeniert sich aber halt als Opfer. So. Ja, genau. Das meinte ich halt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, Ernesto ist ein Arsch. Ja. Ein richtiges Arschloch. Ja. Und vor allen Dingen halt er, was ich halt meine, ist, er erzählt es halt anders weiter. Nicht nur, dass er halt seine Werke geklaut hat, sondern er benutzt sie halt eben für seine Filme, für seine... Also nicht nur, dass er sie singt, kann er ja machen. Theoretisch so, ja, okay. Aber ich glaube, das schmerzt noch mehr, wenn man weiß, okay, der macht jetzt halt übelst krass Karriere und macht auch noch Filme, die den Ursprung... Was denn? Ja, der Typ hieß, by the way, Hector. Erzähl zu Ende. Mir ist gerade noch ein Thema eingefallen, was der Film ja auch behandelt. Nicht nur, dass halt eben die was halt bei den Songs im Hintergrund eigentlich, warum diese Songs gemacht wurden, komplett abgeändert wurde. Und aus Ich denke an dich für seine Tochter wurde Ich denke an dich für eine Frau. So, halt Liebesstory-mäßig, um es zu vermarkten. Nicht nur das, sondern halt, wie gesagt, hat er halt ja auch Hector eingebaut in seine Serien-Sachen. Und dann halt eben ihn als Bösen dargestellt. Und das ist natürlich dann halt umso bitterer. Ja. So, und zwar hier, wie heißt es so schön? Never meet your idols oder so? Triff nie deine Idole. Weil natürlich, Miguel ist Riesenfan von Ernesto de la Cruz. Und wo er dann annimmt, dass Ernesto sein Ur-Urgroßvater ist, ist er natürlich richtig begeistert und so und denkt so, ah, okay, das heißt, es ist auch meine Bestimmung, Musiker zu werden, weil mein Ur-Urgroßvater war der größte Musiker Mexikos. Und naja, und dann stellt sich halt Ernesto als so ein richtiges Arschloch, als ein Mörder heraus, als ein Betrüger. Der selbst vor seinem eigenen Enkel nicht Halt macht, ihn umzubringen. Also, Enkel in Anführungszeichen. Ja, aber genau, er ging ja davon aus, dass es sein Enkel ist. Genau, er ging sogar wirklich so, auch davon aus, dass Miguel und sein Enkel ist, ja. Genau, und deswegen, er macht noch nicht mal von seiner Familie Halt für seinen guten Ruf. Genau. Und das ist halt eben auch so, ne? Ich meine, wir hatten das ja jetzt auch, gerade auch in jüngerer Vergangenheit, so Leute, die man irgendwie toll fand, für ihre Kunst gefeiert hat. Und dann stellt sich raus, gar nicht so coole Leute. Also, Stichwort Till Lindemann. Ach so, ja, Mist, jetzt hast du meinen Gag kaputt gemacht. Ich wollte jetzt gerade sagen, Chat, er redet von mir. Nerdy hat mich jetzt mal getroffen, ne? Ja, war nicht gut. Jetzt mal so. War nicht, also ich das ist übrigens die letzte Folge, die Schöne und der Nerd. Nee, also dieses Thema so, das fiel mir gerade so ein, so, stimmt, ja, das machen sie ja auch noch auf. Klar, ist eine sehr extreme Form so, dass man dann rausfindet so, ah, okay, der, von dem ich jahrelang Fan war, hat meinen Ur-Urgroßvater umgebracht. Aber nichtsdestotrotz. So, sie machen das Thema auf und auch das wird tatsächlich dann ist solide umgesetzt und ist halt schwierig so. Du hast eine berühmte Person, die irgendwie tolle Kunst gemacht hat, hat Ernesto ja nicht. Also ich meine, ja, er konnte singen und Gitarre spielen, aber er hat die Songs nie selbst geschrieben. Und dann lernst du die Person halt persönlich kennen und dann stellt sich raus, oh, ist gar nicht nett, ist gar nicht so nett, ist gar nicht so sympathisch. Ne? Und dann wieder so die Frage so, okay, also jetzt in dem Fall würde ich, glaube ich, wenn ich Miguel wäre, würde ich auch nicht mehr sagen so, ja, ich
guck mir jetzt noch weiterhin Ernestos Filme an und so. Nee. Mhm. Nee, ganz bestimmt nicht. Ja. Ja, also das kenne ich ja auch. Ich habe das ja auch. Und ich hatte das ja auch mal so, Never Meet Your Idol. Da war ich ja auch super enttäuscht. Also fühle ich also auf jeden Fall. Und ja, Chat, macht euch gar keine Sorgen bei mir. So, ich bin genauso. Spaß. Nee, ja, ich habe, also dann haben wir einmal schon den fertigen Film gespoilert. Haben wir sonst noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben nichts vergessen und haben über alle Aspekte gesprochen. Also, wie gesagt, Coco ist wirklich ein schöner Film. Also, er ist für mich keine 10 von 10, aber trotzdem, ich würde mir den immer wieder gerne angucken. Ja, weil ich finde halt auch die Werte, die er vertritt, super. Und ich finde halt auch, wie er das, wie alles halt gezeigt wird und so, finde ich super. Ja, also dafür, dass ich den Film eigentlich schon wieder vergessen hatte, ist er jetzt auf jeden Fall doppelt so gut wieder da. Und angesichts dessen, dass der Film sich um das Thema Tod dreht, wie eben dann doch halt auch so optimistisch und positiv dieser Film letztendlich ist. Also der ist eben nicht todtraurig, sondern halt wirklich so, du gehst mit einem guten, freudigen Gefühl aus dem Film raus und bist nicht so, wir müssen sterben irgendwann. Und vor allem, wir wissen ja noch nicht mal so, gibt es überhaupt ein Reich der Toten, wo wir dann irgendwie die ganze Zeit Partys feiern können und sonst was. So, weißt du, ein Leben nach dem Tod, so, keine Ahnung. So, die große Angst ist, dass, nee, es ist halt wirklich exakt so, wie wenn du in Coco den wahren Tod stirbst. Du stirbst und dann bist du halt weg. Ja. Und einmal kurz zu Don Pedro, weil der schrieb, kein Disney-Film ist eine 10 von 10. Also mit unseren beiden Geschmäckern sind wir da der Meinung, dass Zoomania auf jeden Fall eine 10 von 10 ist. Zoomania ist eine 10 von 10, König der Löwen ist eine 10 von 10. Filme, die wir noch nicht besprochen haben, sind eine 10. Also da gibt's genug. Da gibt's genug 10 von 10 Filme. Ja, bin ich auch der Auffassung. Aber klar, ist natürlich immer Geschmackssache. Deswegen sage ich ja von vornherein so, unsere Geschmäcker treffen sich da halt eben bei bestimmten Filmen. So, weil, guck mal, zum Beispiel auch Dima sagt Encanto. Ich finde Encanto auch ganz toll, aber eben Nerdy findet ihn halt jetzt nicht, dass es eine 10 von 10 ist. Und deswegen habe ich ja gesagt, so, das, was halt wir beide als 10 von 10 wirklich halt da sind für mich dann halt 10 von 10. Ne? Aber ich fand Encanto trotzdem toll, möchte ich nur nochmal. Das ist richtig. Genau. Das ist ja genauso wie halt jetzt mit Coco. So, der ist toll. So, ist aber halt nicht so das Meisterwerk-Ding. Genau. Ja. Ja. So, na dann haben wir es auch geschafft mit dem Spoiler-Teil. Wird auch mal Star Wars besprochen? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch Marvel. Vielleicht auch Marvel. Wer weiß. Wer weiß einfach, das schon. Einfach auf Spotify ein Follow da lassen und ihr werdet nichts verpassen. Vielleicht gibt es Special-Sachen. Wer weiß. Ja, aber dann würde ich sagen, kommen wir dann tatsächlich zum richtigen Ende. Zum endgültigen Tod dieser Podcast-Folge. Wollte gerade sagen, hallo? Entschuldigung. Aber sie gerät ja nicht in Vergessenheit. Sie wird ja hochgeladen, auf ewig konserviert und ist immer abrufbar. Das ist richtig. Zumindest so lange, wie ich das Soundcloud-Konto führe und da monatlich Geld für bezahle, damit das nicht immer gelöscht wird. Genau. Vergiss so lange bleibt es für immer da. Vergiss doch nicht, dem wundervollen Podcast hier 5 Sterne zu geben auf eure Mobilendgeräten. Und wenn ihr dann halt irgendwie sagt, yo, ich habe halt eigentlich gar nicht die Meinung von den Leuten hier, die euch gerade ins Ohr was suseln, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Also sowohl der Nerdy auf Instagram wie auch meine Instagram-Sachen. Wir sind nicht auf privat, ihr könnt uns alles Mögliche schreiben. Bitte keine Dickpics, das wäre ganz lieb, danke. Ansonsten... Ja, bitte für mich auch nicht, ich will auch keine Dickpics. Ach was, nein, Spaß. Also, ihr könnt uns gerne Feedback geben, das wäre super. Und ich werde eventuell zukünftig auch ein neues Mikrofon haben. Man munkelt. Und da gibt es eine Podcast-Funktion. Das heißt, eventuell werdet ihr meine Stimme noch wunderschöner hören können.
Aber das alles zu seiner Zeit. Erstmal werden wir ganz viel Freude haben, in der kommenden Woche uns den neuen Film reinzuziehen. Und hier nochmal, bevor alles vergessen, was hat sich Nerdy ausgesucht? Pocahontas. Pocahontas. Oh Gott, die Recherchearbeit wird eine Doktorarbeit. Okay, aber das ist nicht schlimm, das kriegen wir alles hin. So, ja. Da und mit in diesem Sinne, wir verabschieden uns bei YouTube, bei Spotify und wir hören uns nächste Woche und sehen uns nächste Woche. Bis denn. Tschüss. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it, willing to like soreness. I just need to hike for it. I'm standing up.